Weil diese drei so genau wissen, wovon sie sprechen, dürfen wir ihre Gesichter bei diesem ZDF-Interview nicht zeigen. Es sind Offiziere und Soldaten der Reserve, der Geheimdienst-Elite-Einheit 8200. Und sie verweigern seit heute den Dienst. Wir wollen nicht weiter für ein System arbeiten, das nicht der Sicherheit Israels dient, sondern sie unterminiert und die Spirale der Gewalt nur immer weiter dreht. Die Einheit 8200, das sind die Augen und Ohren der militärischen Landesverteidigung Israels, vom Abhören bis zum Einsatz im Feld und der Rekrutierung von Spionen. Die Verweigerer sagen, ihre Arbeit diene auch dazu, die Palästinenser zu kontrollieren und unter ihnen Menschen mit besonderen Schwächen oder Vorlieben, etwa Homosexuelle, als Informanten zu rekrutieren. Mit solchen Informationen kann man Palästinenser unter Druck setzen. Die Arbeit unserer Einheit dient nicht nur der Selbstverteidigung Israels. Aufgabe ist auch, das Militärregime in den besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten. Und dieses Militärregime ist zu einem ganz erheblichen Teil das, was die Gewalt dort auslöst. Mit Militärregime meinen sie ihr eigenes Regime, mit dem Israel die von ihm besetzten palästinensischen Gebiete unter Militärrecht mit harter Hand regiert. Und dadurch, dass sie dabei mitmachen, fühlen sie sich missbraucht für etwas, das ihrer Meinung nach zu immer mehr Gewalt führt, weil es die Palästinenser demütigt und ihren Hass auf Israel immer wieder von Neuem schürt. Dieses Besatzungsregime besteht nun schon fast seit 50 Jahren. Sein Zweck ist, die völlig unnatürliche Situation dort aufrechtzuerhalten, dass Millionen von Menschen unter Verzicht auf ihre grundlegenden politischen Rechte leben müssen und sogar in ihren Menschenrechten beschnitten werden. Der Gaza-Krieg der vergangenen Wochen hat die Verweigerer darin bestärkt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Erschrocken darüber, dass die große Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung in Gaza so wenig Betroffenheit in Israel ausgelöst hat. Der Verlust an Sensibilität in der öffentlichen Meinung ist besorgniserregend. Als zum Beispiel bei der gezielten Tötung des Hamas-Führers Salah Salhada vor mehr als 10 Jahren auch 14 unschuldige Menschen sterben mussten, da gab es noch einen großen Aufschrei in Israel und selbst von Seiten der Kampfpiloten gab es Proteste. Den Tod unbeteiligter Zivilisten hat man in Israel bisher immer sehr ernst genommen. Aber zuletzt im Gaza-Krieg, als Hunderte unschuldiger Menschen getötet wurden, hat das offenbar keinem mehr wirklich was ausgemacht.